Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute habe ich eine neue Simulation Pfeife für euch und zwar die Pro X Mini. Ja, die Cinematics habt ihr gesehen und damit auch schon einige der vielen Funktionen von der Pro X Mini, aber wir gucken uns das natürlich nochmal genau im Detail an. Als erstes mal ein paar Eckdaten zu der Pfeife. Am 14.11., also heute um 12 Uhr, startet der Vorverkauf von der Pfeife. Die Pfeife, so wie sie hier steht, wird 210 € kosten, aber ihr seht auch noch hier neben mir, es wird wieder einiges an Zubehör geben, was dann nochmal ein bisschen mehr kostet. Der Cooling Diffusor wird ein Fuffi kosten und bei dem X-Blow-Off-Adapter, da kommt es dann drauf an, welche Variante ihr wählt, die kostet zwischen 50 und 60 Euro. Ausgeliefert wird das Ganze dann ungefähr eine Woche später, also am 20. Da ist der offizielle Verkaufsstart von der Pfeife. Natürlich gibt es wie bei Stimulation üblich auch wieder den Code SWG. Dann kriegt ihr einen kostenlosen Schlauch und natürlich auch wieder das Mundstück mit dazu. Im Gesamtwert von 40 Euro kann man also ein bisschen was sparen bzw. ein bisschen was kostenlos obendrauf bekommen. Einzelne Sleeves kann man natürlich auch noch dazu kaufen. Wir sehen ja, hier steht schon ein Carbon-Sleeve. Die Carbon-Sleeves werden 25 Euro kosten. Es gibt aber auch noch Epoxy-Sleeves. Die werden dann 30 Euro einzeln kosten. Zu dem Preis kann ich direkt sagen, wir hatten es letztens im Stream davon. Ich habe gesagt, wenn das Ding unter 200 Euro bleibt, dann ist das sehr nice. Ich schätze einen Preis von 250 Euro als realistisch ein. Irgendwie haben wir genau das bekommen. Die Leute, die sagen, ich will die nur plain haben, die können sie für 210 Euro kaufen. Für die Leute, die sagen, nee, das mit dem Blow-Off, das ist schon geil und keine Angst, wir kommen ja gleich noch dazu, müssen dann halt eben so ungefähr 260, 270 Euro ausgeben. Könnte man sich ja aber auch irgendwann danach kaufen, wenn einem das normal zu langweilig wird. Es ist bis dato die kleinste Stimulation-Pfeife und dem Formfaktor entsprechend konntet ihr es euch wahrscheinlich schon denken, für mich die geilste Größe, die es bei Stimulation bis jetzt gibt. Ihr wisst ja, ich mag einfach kleine Pfeifen lieber, ich mag Einschlauchpfeifen lieber und da trifft die Pro X Mini halt ganz genau meinen Geschmack. Natürlich kommt auch die Stimulation Pro X Mini wieder mit dem gewohnten Stimulation Feature an. Das heißt, angefangen beim 360 Grad Klicksystem, wie wir es hier haben, dem Teller mit den O-Ringen, damit man einfach auch noch einen Molassefänger dazwischen packen kann, die gewohnte Bowl von Stimulation, die es übrigens auch wieder in vielen verschiedenen Farben gibt und. Aber genauer gucken wir uns das gleich alles nochmal im Detail an. Und deswegen wollen wir auch gar nicht so viel um den heißen Brei herumreden. Wir kommen direkt zu unseren ganz normalen Review-Kategorien, angefangen mit Qualität, Verarbeitung und Materialien. Wie von Stimulation gewohnt ist das Ganze made in Germany, bis auf das Glas. Das kommt aus Polen, ist aber, finde ich, auch kein großes Problem. Die Expertise für Glas lag noch nie in Deutschland. Der Rest vom Metall ist natürlich V2er Edelstahl, auch alles made in Germany, wie man das gewohnt ist. Der Teller ist wundervoll entgratet, was ich ja bei manch anderen günstigeren Pfeifen oft bemängel, weil der irgendwie oft nicht entgratet wird. Die Gewinde laufen wie Butter, also besser geht's nicht. Long story short, Leute, die Verarbeitung ist 1A. Man kriegt genau, was man erwartet, aber das muss man eben auch erwarten können für eine kleine Pfeife, die bei 210 Euro losgeht. Das muss eine 1A-Qualität sein, aber die 1A-Qualität bekommen wir eben auch. Und nachdem wir über die Verarbeitung und die Qualität und die Materialien geredet haben, kommen wir zum Design und der Optik. Da zählt natürlich dann auch gleich noch der Blow-Off mit rein, beziehungsweise die Blow-Offs, weil es gibt auf jeden Fall einige. Erstmal optisch die Pfeife, für mich wunderschön. Ich mag es unglaublich gerne. Eine schöne kleine Pfeife mit der gewohnt cleanen und technischen Optik, die so eine Stimulation eben hat. Mit der Größe, genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich finde sie sogar noch schöner als die Prime Pro X. Das war ja vorher meine Lieblingsstimu. Die Pro X natürlich auch sehr cool, vor allem extrem viele Feature. Aber für mich persönlich einfach ein bisschen zu groß. Ich brauche keine 4 Anschlüsse und deswegen war es einfach nicht meine Stimu, auch wenn es eine sehr gute Stimu war. Die Pro X Mini hingegen macht halt mit ihrem Formfaktor für mich persönlich alles richtig. Sie macht sich gut auf dem Schreibtisch, auf dem Couchtisch, überall, auf einem Review-Tisch. Der Formfaktor ist für mich einfach perfekt. Man kann sie ganz easy sauber machen, sie ist relativ leicht, dadurch, dass sie natürlich so viel kleiner ist. Long story short, sie sieht sehr clean aus, sie sieht sehr technisch aus, aber für mich die perfekte Größe und ich finde es sehr schön. Bei der Optik muss man allerdings noch ein bisschen was unterscheiden. Und zwar kann man sich die Pfeife natürlich einfach so hinstellen. So kommt sie für 210 Euro. Man kann sich aber auch noch dieses Set hier dazu bestellen. Und wenn man dieses Set dazu bestellt, das ist das X-Blow-Off-System, dann kann man die Pfeife noch ein klein bisschen umbauen. Das machen wir auch einfach mal direkt. Wir nehmen einmal den Kopf ab. Das geht ja zum Glück recht easy, beziehungsweise den ganzen Teller. Dann
brauchen wir einmal das Verlängerungsstück, das unten auf die Base kommt. Erstmal schrauben wir die Rauchsäule ab, dann kommt das kleine Verlängerungsstück unten dran. Darüber packen wir einmal den Blow-Off-Adapter für oben, der muss vorher dran. Das Blow-Off-Sleeve, also einmal bei mir in dem Fall das Carbon-Sleeve. Dann legen wir den Blow-Off-Adapter für unten drüber. Der passt da auch sehr gut drauf auf die Base. Und dann können wir einmal hier oben dran drehen. Ich mache das immer so, dass ich erst an diesem kleinen Nöppi, der hier noch rausguckt, drehe, bis es nicht mehr geht und es fast schon verschwindet. Dann ziehe ich den Blow-Off-Adapter hoch und kann noch ein bisschen weiter drehen. Zack, und schon habe ich die Pfeife umgebaut. Kohleteller wieder drauf, was ja dann mit dem Schliff easy funktioniert. Und schon ist die Pfeife umgebaut. Und dann haben wir eben das X-Blow-Off-System, das uns 15 verschiedene Blow-Offs ermöglicht. Wir haben pro Einstellungsring 4 verschiedene Einstellungen. Es gibt hoch, runter, seitlich und aus. Das heißt, 4x4 wären normal 16, aber da ja eine Option aus und aus ist, kommt dann auch nichts raus. Also die zählen wir mal nicht mit, weil kein Blow-Off ist ja auch kein Blow-Off, ihr versteht schon. Wir haben 15 verschiedene Möglichkeiten, das Ding einzustellen. Ein kleines Manko für mich ist natürlich, dass das hier alles offen liegt und dann erstmal relativ technisch aussieht. Das muss einem gefallen und ich könnte mir vorstellen, dass es einigen Leuten irgendwie nicht so gut gefällt, dass das einfach hier außen liegt. Ist aber auch verständlich, dass man das bei so einer kleinen, kompakten Pfeife nicht irgendwie noch mit in die Pfeife bekommt. Also ich verstehe, warum es sein muss. Es wäre mir trotzdem lieber, wenn es nicht so wäre. Ist aber auch nicht schlimm, dass es so ist. Ja, und dann können wir hier eben die verschiedenen Einstellungen einstellen. Das funktioniert auch sehr easy. Das heißt, wir haben da jeweils die 4 verschiedenen Optionen. Meine Lieblingsoption ist, glaube ich, die erste, die ich euch auch zeige. Und das ist unten auf nach oben stellen und oben auf nach unten stellen, sodass sich der Blow-Off in der Mitte trifft und es eine riesen Explosion gibt. Blow-Off-Explosion. Sieht einfach sehr, sehr geil aus. Ist eine sehr coole Spielerei. Man muss es natürlich vor dem Rauchen umbauen auf den X-Blow-Off. Dann kann man aber die 15 verschiedenen Blow-Offs einfach während dem Rauchen umstellen. Das heißt, ich könnte jetzt hier, weiß nicht, oben hätte ich gerne seitlich und unten will ich nach oben oder so. So wie es gerade eingestellt. Und dann sieht das Ganze schon so aus. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich einmal versucht, das Ganze ohne die Anleitung aufzubauen, während die Kohle anging. Also die Pfeife kam bei mir an, die Kohle lag schon drauf und ich war so, nein, ich will die unbedingt noch direkt rauchen und habe dann versucht, das noch schnell mit dem X-Blow-Off hinzukriegen. Habe es irgendwie nicht gerafft, keine Ahnung, ging nicht so schnell. Im Endeffekt, man muss nur darauf achten, erst den Blow-Off-Adapter über die Rauchsäule, dann den Sleeve noch drunter und dann kann man das Ganze einfach verschrauben. Im Grunde war es sehr, sehr einfach und es ist natürlich auch eine Anleitung dabei, die das Ganze nochmal erklärt. In meiner Hektik habe ich es nicht direkt hingekriegt, aber wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es wirklich super easy, gerade umzubauen und dann hat man halt direkt die 15 verschiedenen Möglichkeiten. Macht die Pfeife aber auch natürlich noch ein kleines Stückchen größer. Wir haben ja die Rauchsäulenverlängerung, die dann noch mit reingeschraubt werden muss. Was bedeutet, dass die Pfeife eben ein kleines bisschen größer wird. Ich finde, im Kleinen sind die Proportionen schöner. Ich finde aber auch nicht, dass die Proportionen so schlecht sind. Also die Rauchsäule könnte jetzt ein Müh kürzer sein für mich, aber wenn man das dann weglassen würde, dann wäre die Rauchsäule wahrscheinlich ohne die Verlängerung doch ein bisschen zu kurz. Also kann ich die Entscheidung, da die Länge zu wählen, auch irgendwo wieder sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, ist es für mich aber ein kleiner Manko, dass das hier offen ist. Dafür hat man aber die coolen Blow-Offs und von daher kann ich das auf jeden Fall in Kauf nehmen. Kann man also abschließend sagen, Optik für mich persönlich schön. Müsst ihr natürlich selbst wissen, ob euch die Pfeife abholt, ob euch sowas gefällt. Ich finde das extrem clean und technische Design aber sehr nice. So, dann kommen wir abschließend noch zu dem meiner Meinung nach wichtigsten Punkt eines jeden Reviews, und zwar das Rauchverhalten. Wie raucht sich die Stimulation? Ihr habt es vielleicht schon so gehört, aber das Blubbern von der Pro X Mini ist geisteskrank nice. Ich erinnere mich noch an ein paar Antworten. Ich dürfte die Pfeife noch nicht auf Insta zeigen, deswegen habe ich nur so meinen Kopf gefilmt und mal dran gezogen. Und dann haben mir Leute geschrieben, macht Stimulation jetzt eine Traddy? Und ich war so, nee, aber ich verstehe, warum du das sagst. Weil, also wenn man an dieser Pfeife zieht und man den Diffusor aus hat, hat die so ein geiles, volles Knattern, das ist der Wahnsinn. Also der Sound von der Pfeife für mich schon mal eine 1A, eigentlich das am wenigsten Wichtigste bei dem Rauchverhalten. Aber ich musste das einfach direkt nochmal erwähnen, weil es mich krass beeindruckt hat, wie geil diese Pfeife klingt. Abgesehen davon haben wir natürlich eine Einschlauchpfeife, was bedeutet, dass wir da eben kein Perch Pro System oder sonst was drin brauchen, aka eine Kugel dazwischen, die verhindert, dass der andere dann Luft zieht, wenn man ziehen würde. Kennen wir ja schon von allen 4-Schlauchpfeifen in verschiedenen Formen. Das hat sie natürlich nicht, ihr braucht keine Kugel in eurem Anschluss, was den Durchzug natürlich direkt 1000-mal besser macht als bei 4-Schlauchpfeifen. Durchzug für mich, glatte 9 von 10, da muss ich gar nicht lange überlegen, für mich ein sehr geiler Durchzug. Die Penta und die Edition 4 sind vielleicht noch ein kleines bisschen drüber,
aber auch 9 von 10 für mich unglaublich ausreichend. Der Breeze 2 würde ich immer so eine 8, 8,5, irgendwas in dem Dreh geben. Und da passt die Stimulation halt sehr, sehr geil in die Mitte. Für mich ein sehr angenehmer Durchzug. Und auch das Entlüften geht beeindruckend einfach. Das heißt, da hatte ich auch nie das Gefühl, so, oh Gott, das müsste aber ein bisschen einfacher funktionieren. Das lief sehr, sehr easy und hat immer gut funktioniert. Gerade beim Rauchverhalten habe ich mit Abstand am wenigsten zu meckern, habe ich die wenigsten Kritikpunkte. Generell der einzige Punkt, den ich an dieser Pfeife bemängeln könnte, wäre vielleicht, dass es meiner Meinung nach schöner aussehen würde, wenn man hier nicht diese offenen Blow-Off-Adapter hätte, sondern das noch ein bisschen versteckter gemacht worden wäre. Aber wenn das alles ist, was ich da dran zu meckern habe, dann ist das definitiv was Gutes. Rauchverhalten top, Optik gefällt mir persönlich gut, bis auf diese kleine Einschränkung. Und auch die Verarbeitung, da muss man gar nicht erst anfangen drüber zu reden. Wunderbar. Was man auch noch erwähnen muss, ist, dass es natürlich wieder einiges an Zubehör gibt. Nicht nur die verschiedenen Bowl-Farben, die verschiedenen Sleeve-Farben, die verschiedenen Blow-Off-Optionen. Übrigens funktionieren noch alle alten Blow-Off-Funktionen, die es noch bei der Pro-X gab. Das heißt, wenn ihr eine Pro-X zu Hause habt und ihr da noch Entlüftungsringe habt oder den zweiten Teller habt, das funktioniert auch alles mit der Pro-X Mini. Und was auch mit der Pro-X Mini noch funktioniert, ist der Cooling Diffuser. Da haben wir ein bisschen genauer im Pro-X Review drüber geredet, deswegen will ich da jetzt nicht zu weit nochmal drauf eingehen. Für mich aber ein extrem cooles, innovatives Zubehör, das es eben für die Stimulation-Pfeifen gibt und passt auch auf die Pro-X Mini, was ich beeindruckend finde, dass Stimulation da die gleichen Durchmesser reingebracht hat wie in die größeren Pfeifen, obwohl sie so viel filigraner ist. Kurzum, was bringt der Cooling Diffuser? Der Cooling Diffuser ist A, ein Molassefänger, B, aber auch ein System, mit dem ihr einstellen könnt, wie viel Luft beim Entlüften durch den Kopf gehen soll. Was bedeutet, dass ihr nicht nur einen kurzen Impuls in den Kopf an frischer Luft gebt, sondern einen dauerhaften Strom an frischer Luft beim Entlüften in den Kopf geht. Was bedeutet, dass der eben runtergekühlt wird. Deswegen auch der Name Cooling Diffuser. Heißt, wenn es euch ab und zu passiert, dass eure Köpfe zu heiß werden und ihr ab und zu mal den HMD heben müsst, um darunter zu pusten und so, das erledigt dann der Cooling Diffuser für euch. Ja, also abschließende Worte, wer eine extrem hochwertige, technisch ausgereifte und meiner Meinung nach schöne kleine Pfeife sucht, der ist bei der Pro-X Mini auf jeden Fall sehr, sehr gut beraten. Es gibt viel an Zubehör, es gibt viel, was man umstellen kann, es gibt viel, was man personalisieren kann. Und von daher mein Fazit zu Pro-X Mini hervorragend.